Hallihallo und willkommen bei mir. Ich mache heute mal so ein Snack-Video. Also heute zeige ich euch mal alles, was ich so durchprobiert habe bei DM und bei Rossmann. Und ich habe immer so, wenn ich einkaufen war, wenn ich da so shoppen war und euch ein Haul gezeigt habe, da habe ich ja immer so ein oder zwei Produkte probiert. Erst habe ich das so total unbewusst getan, einfach nur so, weil ich Hunger hatte und auf irgendwas Appetit. Und dann nachher hat sich da bei mir so eine kleine Neugier draus entwickelt, dass ich mir so gedacht habe, wie schmeckt das denn? Wie schmeckt das denn? Und das könnte ja eventuell auch einen Mehrwert haben, dass man mal dies oder das einfach dann auch mal euch so erzählt. Und dann habe ich euch gefragt und ihr hab gesagt, ja, so ein Video wünscht ihr euch und deswegen bin ich heute hier mit Leckereien. Ich habe jetzt alles nochmal nachgekauft, habe nochmal probiert, nochmal verglichen und so weiter. Und jetzt habe ich hier den ganzen Tisch voller Rossmann und in der Tüte habe ich dann DM. Also oft sind es auch gleiche Produkte und dann kann ich euch immer erzählen, ja, das schmeckt genauso wie das und so weiter. Und deswegen querbeet süß, genauso wie salzig, so ein bisschen auch aus der Babyabteilung und so weiter. So, ich fange an, ich nehme einfach querbeet immer eine Sache und dann versuche ich euch das zu beschreiben, wie das so schmeckt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin schon ganz aufgeregt. So, also, dann schnappe ich mir jetzt mal einfach eine Tüte. So, das hier ist von Rossmann. Ein Snack und zwar gefriergetrockneter Lieblingsmix ohne Zucker und 100% Frucht. Kalorien sage ich lieber nicht, ne? Ja, wenn ihr hier reinschaut, hier habt ihr so eine Tüte mit innen drin Alufolie und wir haben schon, also Alu, und wir haben hier schon ordentlich gesnackt und ich habe das Gott sei Dank abfotografiert, wie das am Anfang aussah. So, ich greife jetzt mal hier rein. Es knuspert so ein bisschen, ne? Warte mal, ich mache mal so ein bisschen was auf die Hand. Also, ihr habt hier leider nicht mehr alles. Die Banane wurde, glaube ich, als erstes leer gefuttert. Sie erst mal gucken. Also, ihr habt hier verschiedene Früchte. Ihr habt hier Kirschen und was habt ihr noch? Erdbeeren und Blaubeeren und Banane. Und die Bananen sind so wie Bananenchips, so knusprig, total lecker, das kennt man ja. Boah, dann kommt die Kirsche, boah, sie ist immer total sauer. Und die ist auch so ein bisschen weicher, aber schmeckt total witzig. Dann habt ihr da auch so eine Erdbeere. Die Erdbeere, die ist wieder total kross und knusprig. Ja, und so habt ihr halt hier so die ganze Handvoll Beeren, die total lecker schmecken und eigentlich genau richtig sind. Die sind nicht zu süß, nicht zu sauer. Ab und zu kommt eine Kirsche, macht ihr so, aber es ist total schön und auch total erfrischend. Ich finde ein Snack so ein bisschen in die Richtung Gummibärchen, aber andererseits wiederum habt ihr ja auch die Banane dazwischen, die knusprig ist. Wie gesagt, dann mal wieder so ein bisschen weich, weich, knusprig, sehr süß, leicht säuerlich, so eine richtige schöne Mischung, so eine Bärenmischung. Und absolut lecker. So lecker, dass ich mir das jederzeit nachkaufen würde. Hier steht drauf, ich lese es mal vor: Erdbeeren, Bananen, Sauerkirschen und Heidelbeeren. Ja, das ist ja auch das, was ich euch gesagt habe und ist gefriergetrocknet. Also ein toller Snack, den ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Haha, jetzt habe ich noch so was Ähnliches in der Hand. Das ist aber Exotik. So, wenn ihr mich fragt, ich finde Exotik viel leckerer. Hier habt ihr nämlich für mich eine perfekte Mischung. Hier ist alles drin. Und zwar, ich muss mal vorlesen: Mango liebe ich, Banane liebe ich, Mandel liebe ich, Cashewkerne liebe ich und Kokos liebe ich auch. Hier habt ihr auch so eine Mischung wie Mango, die ist weich, schön süß. Dann habt ihr die Banane, die ist richtig kross und knusprig. Mandel kennt man ja ohne, ich glaube, war das mit, nee, war mit Schale. Cashewkerne kennt man auch. Die sind jetzt nicht total kross, aber die sind trotzdem noch lecker und haben auch so einen Biss. Und dann Kokosnuss. Und Kokosnuss war auch so krosch, so lecker, so wie so Kokoschips. Super, super, total lecker. Für mich meine perfekte Mischung. Mochte ich noch ein bisschen lieber als das hier. Also das darf man nicht verwechseln. Das sind einmal so, ja, ich sag mal so deutsche Früchte und hier exotisch. Und exotisch fand ich leckerer, weil hier halt die Mango dabei ist. Und diese Mischung fand ich leckerer.
war für mich so ein bisschen ausgewogener. Hier hat man halt, es war auch total lecker. Das ist einfach Geschmackssache, ne? Hier hört mich so ein bisschen schon gestört, dass die Kirsche sehr, sehr, sehr sauer war, war eine Sauerkirsche. Aber einige werden das total toll finden. So, das ist beides aber total lecker. Ja, dann habe ich ja mal was ausprobiert. Das habe ich mal durch Zufall mitgenommen. Das hat mir gar nicht viel gesagt. Hier stand drauf Karamellpops. Karamellpops. Und von, also ich bleibe ja bei Rossmann, ohne, was stand hier, ohne Konservierungsstoffe, okay, war mir auch egal eigentlich, Mann, juckt. habe ich einfach nur mal so mitgenommen, da war eigentlich so die Neugier mit im Spiel, da dachte ich so, probiere das einfach mal, da habe ich gar nicht gedacht, dass das irgendwie lecker sein könnte, hier ist ja mit Karamellstückchen drin und so, boah. Es ist ja ganz schön teuer, ne? Ich glaube, das kostet 1,99. Und dann habe ich das aufgemacht und habe das probiert und dachte so, oh, das ist ja mega lecker. Ich habe auch vorsichtshalber noch eine Tüte besorgt. Also das ist ja lecker. Ich mache das mal auf. Das ist wirklich jetzt der perfekte Snack, wenn man Hunger hat und man kommt vom Einkaufen. Man schafft erstmal nicht so schnell zu essen oder zwischendurch in der Pause oder anstatt ein Stück Kuchen oder so. Mega lecker. So sieht das aus. Ich hole das mal raus. Sieht irgendwie aus so wie Brombeeren, ne? Total lecker. Sagt einem ja nichts, aber das ist so lecker. Ich überlege seit Tagen, wie ich das beschreibe. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Haferflocken mit Zucker und Milch, aber natürlich knusprig, ne? Aber so dieser Geschmack irgendwie. Und kennt ihr von Kellogg's diese Pops? Da gibt es auch so runde Pops und es gibt so eine Ringe. Und so ein Geschmack ist das irgendwie total lecker. Nicht zu süß und ist Sucht, ne? Suchtfaktor. Dadurch, dass das ja auch so knusprig ist, ihr macht so ganz halt so. Ich könnte es ja machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt, dass ich das so mache. Vielleicht mache ich es einmal, dann hört ihr das. Achtung für die Leute, die das gar nicht mögen, jetzt einmal weghören. Ich möchte euch nur einmal demonstrieren, was das für ein Produkt ist. Und ich glaube, wenn man es hört, dann fühlt man das besser. Achtung. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch irgendwas zwischen den Zähnen habe. So, das ist halt die ganze Zeit knusprig. In der Mitte habt ihr so einen Mini-Karamell-Kern. Der ist aber ganz klein und der ist auch nicht irgendwie doof, so dass sich das zieht oder so. Es bleibt so ein bisschen an den Zähnen haften, aber im Grunde genommen ist das ein Mega-Snack. Und ich finde sogar, dass der sogar ein bisschen sättigend ist. Sehr, sehr lecker, würde ich mir jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, wieder kaufen. Mit einer der absolut leckersten Snacks überhaupt. Also mega. Absolutes Suchtpotenzial. Die Kichererbsen-Chips, boah, die sind ganz schlimm. Die darf ich gar nicht kaufen. Die Tüte ist im Nu weg. Ich habe die gestern probiert, weil ich wollte die vergleichen mit DM und konnte mich kaum zusammenreißen. Ich hatte aber auch Hunger und habe die im Nu weggefuttert. Die sind ja auch neu, sehe ich gerade. Boah, die schmecken genauso lecker wie die von DM. Kennt ihr die? Boah, echt lecker. Ich meine, so günstig ist das immer nicht, aber es lohnt sich einfach, weil es so lecker ist. Hier steht drauf 30% weniger gesättigte Fettsäuren. Aber vielleicht schaut ihr euch das mal an, ob das was für euch ist. Ich weiß ja auch nicht, ob ihr Diät macht oder auf eure Ernährung achtet. Also in diesem Video geht es nicht um Gesundheit, sondern es geht darum, was ist lecker, was ist nicht lecker. Was schmeckt, was kann ich euch weiterempfehlen, was habe ich probiert. Vielleicht standet ihr schon öfter mal da und habt überlegt, ob ihr 2 Euro ausgebt oder nicht. Von mir aus gerne, weil das ist total lecker. Ich greife mal in die Tüte rein. Also, lecker, lecker. Stinkt das? Nö. Nö, stinken tun sie nicht. Also, so sehen die Dinger aus. Gar nicht richtig wie typische Chips, ne? Die sind dann so gebogen und die haben absolut Cross, ne? Oder Crash, sagt man, glaube ich. So knusprig sind die. Und die haben da auch, die sind irgendwie so gewürzt, dass man die liebt. Nicht in die Richtung Paprika, sondern eher so in so eine Salzrichtung. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit Paprika gewürzt oder so, aber das ist schon echt lecker. Ich würde aber trotzdem sagen, man müsste Kichererbsen mögen. Ich schmecke die Kichererbsen nicht so raus, aber ich finde, Kichererbsen selber haben ja auch nicht so voll den krassen Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass das
sehr vielen Leuten schmeckt. Es sei denn, ihr seid krüsch und ihr mögt vieles nicht, aber für die Leute, die so sind wie ich, die gerne immer viel alles mögen, die ganz schlimm, ganz schlimm. Bloß nicht kaufen, weil Tüte ist dann fast leer. Ja, und das werde ich garantiert, wenn das Video aus ist. Aufsnacken. Ja, liebe ich total. Ist ein bisschen anders wie die von Aldi. Bei Aldi gibt es auch Linsenchips. Die liebe ich auch. Die sind aber stärker gewürzt. Diese hier sind sehr zurückhaltend gewürzt, was manchmal auch dann echt bei mir so ein Suchtfaktor auslöst, weil wenn das nicht ganz so doll gewürzt ist, kann man ja auch mehr snacken. Und das ist mehr so ein zurückhaltender, leckerer, knuspriger Snack. Schneck. Ja, dann habe ich aus der Ecke noch was. Ganze Tisch krümelt hier. Ich habe ja immer was drinne gelassen und dann auch probiert, weil ich habe das immer mal irgendwann probiert und dachte so gespeichert so als lecker oder nicht lecker. Und warte mal. So, und wusste dann nicht mehr so ganz aktuell, wie das schmeckt. Und deswegen habe ich es nochmal probiert. War das wirklich lecker und so, um für euch das Video zu machen. Nochmal 30 € ausgegeben bei DM und bei Rossmann, weil ich nochmal alles nachkaufen musste. Das sind hier Maisecken mit Quinoa. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Quinoa. Ich habe mal eine ganze Zeit lang mich ganz doll, mega gesund ernährt und Quinoa kenne ich auch. Damit habe ich auch ganz viel gekocht und man schmeckt das nicht so raus. Ich hole die mal raus aus der Tüte. Ihr habt hier auch wieder so eine Alu-Tüte innen drin und so sehen die Dinger aus. So ein bisschen wie Nachos, ne? Heißen die nicht auch so ähnlich? Maisecken? Naja, ich finde sie sind so ähnlich wie Nachos. So, und die schmecken fast ganz genau wie diese runden Mais. Jetzt weiß ich nicht, wie die heißen. Wie heißen diese runden Reistaler oder so heißen die? Und so schmecken die nur mit Mais. Die gibt es ja mit Reis, mit Mais. Und jetzt auch neuerdings mit Dinkel. Und dann gibt es noch irgendwie was Erbsen oder so. Und so schmecken die ganz genau. Also die sind auch so mittelknusprig. Aber super lecker. Auch sehr zurückhaltend im Geschmack. Ja, gehen so ein bisschen auch in die Maisrichtung. Und wie gesagt, finde ich, schmecken ganz genauso wie diese runden Dinger. Also man müsste die jetzt nicht unbedingt kaufen. Man kann da auch die runden Ecken kaufen. Vielleicht sind die ein bisschen günstiger. Und so sieht die Tüte aus. Super lecker, würde ich auch jederzeit wieder kaufen. Das ist sowieso klar, ne? Was ich euch zeige, das würde ich sowieso jederzeit wieder kaufen. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten drei Sachen von Rossmann. Nee, eine habe ich noch. So, hier haben wir jetzt aus der Babyabteilung oder Kleinkindabteilung Bio-Knusperstäbchen mit Mais und Käse. Sehen aus wie Pommes, ne? Sehen auch hier drinnen aus wie Pommes. So sehen die aus. Oh, die sind so lecker. Das ist echt ekelhaft. Ja, die haben auch wieder so einen richtig leckeren Geschmack. Oh, so lecker. Bisschen nach Käse. Mais und Käse, ja, so schmeckt das auch. Aber stellt euch jetzt nicht vor, ihr esst jetzt Mais mit Käse. So ist es nicht. Es ist schon so auch nach Chips gemacht. Die sind knusprig. Ne? Jetzt sind sie ein bisschen pappig. Normalerweise sind sie knuspriger. Jetzt habe ich die schon eine Weile in der Tüte. Und die sind so wie Flips. Nur halt einen anderen Geschmack. Aber so von der Konsistenz her, das sieht man auch, sind die so wie Flips. Nur halt sehen aus wie Pommes, schmecken so ein bisschen käsiger, so wie so ein, was weiß ich, Maiskäse-Flips oder so. Total lecker, wirklich. Mögt ihr bestimmt, das ist total knusprig und auf jeden Fall. Aber im Geschmack sehr, sehr zurückhaltend. Also die Babysachen alle, die sind sehr, sehr zurückhaltend. Da habt ihr nicht so wie normale Chips. Das schmeckt nicht nach so voll krass Gewürz, so dass man so einen Suchtfaktor entwickelt. Hier habt ihr auch einen Suchtfaktor, aber eher, weil es so nach wenig schmeckt. Es ist schön, schön knusprig im Mund und man snackt das so während der Autofahrt. So mache ich das jedenfalls immer. Und man greift immer wieder rein in die Tüte und nimmt sich was und hat halt so ein, wie soll ich das erklären? Als wenn ihr großen Hunger habt, aber immer nur eine Erbse esst. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Ihr habt so richtig Kohldampf und ihr dürft immer nur eine Erbse essen. So ist das hiermit. Also ihr wollt immer so diesen,
ihr wollt immer mehr Geschmack erreichen und müsst deswegen immer wieder nachschieben, nachschieben, damit ihr Geschmack habt im Mund. Ja, und so ist das hier auch. Total lecker, würde ich mir wieder kaufen, würde ich meiner besten Freundin mit in den Geschenkekorb packen und ob es gesund ist oder nicht, eher nicht. Es hat auch alles immer irgendwie Kalorien und es ist halt einfach nur lecker. Und deswegen wollte ich euch das mitteilen. Dann habe ich hier zwei ähnliche Produkte. So, diese beiden habe ich auch probiert. Und da habe ich noch überlegt, als ich die probiert habe, wie beschreibe ich diesen Geschmack? Das ist wirklich schwer, weil hauptsächlich habt ihr hier Entchen. Und zwar... So sehen die aus. Auch wieder wie Flips, ne? Das sind eigentlich Flips, nur in einer anderen Form. Hier in der blauen Tüte auch. Habt ihr halt eine andere Form. Ist das eine Häschenform oder was ist das? Oh, sieht aus wie so ein Hase, ne? Schildkröte. Oh, Entschuldigung. Also eine Schildkröte. Okay, sieht man ja auch. Auch wieder Flips-Konsistenz. Beide lecker. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, hier habt ihr Karotte, Kürbis, Mais und Reis. Klingt leckerer, oder? Für mich klingt das leckerer. Hier habt ihr, weil es irgendwie zusammenpasst, Karotte mit Kürbis, Mais und Reis passt für mich zusammen. So, hätte ich gedacht, das schmeckt besser. Nee, das hier schmeckt besser, das Blaue. Und zwar, pass auf, wie sich das anhört, Mango, Banane, Mais. Mango, Banane, Reis. Klingt komisch, ne? Schmeckt besser. Warum? Weil hier habt ihr einen ganz zurückhaltenden Geschmack. Es schmeckt fast nach gar nichts. Und das hier ist total, also wenn ihr das jetzt vergleicht, ist das fast hier eine Geschmacksexplosion. Also die schmecken so lecker. Die mag ich auch noch lieber, wie die, die aussehen wie Pommes. Echt lecker. Und es schmeckt nicht wirklich nach Bio-Banane. Also das würde ich auch nicht mögen, Bio-Banane mit Mais. Also das, die ganze, wenn ich mir das auf dem Teller vorstelle, das passt ja gar nicht zusammen. Aber dieser Snack, der ist wirklich lecker, leckerer als das. Und das hätte ich wirklich gar nicht gedacht. Ich habe immer wieder probiert. Aber guckt euch mal das Mengenverhältnis an. Ich habe hier mit Not habe ich noch was drin gelassen. Und hier habe ich gedacht, so, naja, muss ich nicht unbedingt mehr haben. Also wirklich. Ach, da bin ich gespannt, ob ihr das kennt, ob ihr da mitquatschen könnt, dass ihr das auch so empfindet. Also ich finde die blaue echt leckerer, also wirklich viel leckerer. Die würde ich mir nicht nachkaufen und die würde ich mir sehr gerne nachkaufen. So, und jetzt kommt was ganz Exquisites. Oh, teuer. Ich sag euch teuer. Jetzt nicht 10 Euro, aber ich glaube 3 oder 4 Euro. Hier habt ihr ganze Himbeeren in Zartbitterschokolade. Und das klang für mich bis jetzt immer so ganz komisch, bis ich das irgendwann mal probiert habe bei DM. Und das zeige ich euch auch gleich. Ich habe es aber jetzt auch mal von Rossmann getestet. Schmecken beide gleich. Ich habe auch meine Kinder gefragt. Nur es sieht edler aus, ne? Also wir haben hier mit Mühe und Not was drin gelassen. Die Dinger sind absolut lecker, wenn man die einmal probiert hat. Ich will euch nur vorwarnen. Habt ihr einmal Himbeeren mit Schokolade probiert? Wahrscheinlich könnt ihr da nicht mehr dran vorbeigehen, so wie ich. Jedes Mal, wenn ich bei DM und bei Rossmann bin, dann sagt mein Gehirn mir, oh, und wenn wir nach Hause gehen, dann wollen wir Himbeeren mit Schokolade. Das ist echt schlimm. Das ist schlimm, weil immer wieder diese kleine Stimme, die sagt, hast du schon die Himbeeren mit Schokolade eingepackt? Wollen wir die nicht heute snacken? Total lecker, es ist echt ekelhaft. Also, ihr habt hier große und kleine. So sieht man ja nichts. Ich hol mal raus. Also Knusper, Knusper, schön verpackt, alles frisch, lecker. Und dann habt ihr hier große oder kleine Himbeeren mit Schokolade. Wie das von innen aussieht, das habe ich mal abfotografiert. Und ich finde es sowas von lecker. Ich bin kein riesengroßer Fan von Zartbitterschokolade, aber ich mag sie schon mal. Also ich esse auch mal Schokolade, aber ich würde mir jetzt keine Zartbitterschokolade kaufen und dann mich hinsetzen mit meinem Kaffee, es sei denn, ich mache Diät und denke so, ich muss Zartbitterschokolade essen, weil ich davon nicht so viel essen kann oder weil ich die einfriere und dann lutsche und so. Ich kenne ja auch die ganzen Diät-Tricks und so weiter. Aber nee, also ganz bestimmt nicht. Da würde ich mir eine ganz normale Vollmilchschokolade kaufen oder eine mit Nuss. Oder, ach, wollen wir über Schokolade mal quatschen? Oh, das ist so lecker. Ich liebe die mit Cornflakes.
Oh, ich liebe Schokolade. Schokolade ist lecker. Und ich liebe so, so, so doll die von Aldi mit diesen Brezeln drinne. Kennt ihr die Schokolade, die günstige Schokolade, riesengroß von Aldi mit Brezeln drinne? Salzbrezeln, das schmeckt so lecker. Ich möchte keine andere Schokolade mehr, nur noch die. Wirklich, die ist total lecker. Ganz schlimm, ich kaufe die auch nicht mehr. Lieber nicht. Nein, ist nicht gut. Ja, also das ist echt lecker. Überlegt euch das, ob ihr das mal probieren wollt, weil ihr habt die Schokolade, dann habt ihr innen drin diese Himbeere, die leicht säuerlich ist und die total perfekt dazu passt, weil es dadurch dann irgendwie so ein Geschmackserlebnis ist. Und jetzt kommt das Schlimmste, die Himbeere da drin ist auch noch knusprig. Ja. Probiert es lieber nicht. Ein gut gemeinter Rat. Aber wenn, ganz ehrlich, wenn ihr das auch futtert, dann ist das eben so, ist auch total lecker für alle Gourmets da draußen. Sehr lecker. 85 Gramm. Ach komm, das kann man noch mal machen. Das sind doch nur 500 Kalorien. Ist doch nicht so schlimm. Entschuldigung, dass ich es jetzt doch gesagt habe. Ja, ist so, ne? Statt Mittagessen eben mal Himbeeren mit Schokolade. Ich mach das ab und zu mal. Ich verzichte dann auf Mittag und nasche. So, jetzt kommt die M. Oh, jetzt, oh, schon voller Krümel hier. Entschuldigung. Voller Himbeeren und Schokolade. Ja, also jetzt kommt DM. Bei DM habe ich mehr. Also da habe ich mehr. Einiges kommt jetzt doppelt. Ich habe, glaube ich, auch nicht alles bekommen, aber Leute, das reicht, was ich hier habe. Glaubt mir das. Das ist echt mega lecker. Also ich fange mal gleich an mit dem, womit ich aufgehört habe. Bei DM gibt es diese Himbeeren. Bisschen günstiger, Gott sei Dank. Hier kosten die nur 2 €. Es sind aber auch echt nur 5 Stück drin oder so. 2 haben wir drinnen gelassen. Das war schwer. Hier habt ihr genau das gleiche wie drinnen. Eine knusprige Himbeere. Wirklich lecker. 50 Gramm sind es hier. Bisschen weniger, aber es ist optimal. Also anstatt mir ein Snickers zu holen oder irgendwas anderes, würde ich mir das hier holen, weil irgendwie hat man ja dann doch das Gefühl, man nascht was Gesundes. Das ist Quatsch, aber ja, ich weiß auch nicht. Schade, dass ich das probiert habe. Es ist total lecker. Ja, also bei DM könnt ihr also auch snacken. Genau das gleiche schmeckt super. Kennt ihr das? Probiert das nicht. Probiert das nicht. Es ist so lecker, dass man nicht aufhören kann, wenn man angefangen hat. Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß, Gemüseschips, ne? Das kann gar nicht lecker sein. Doch ist es. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Dinger sind so knusprig und ich muss mich entschuldigen. Die Tüte ist leer. Die Tüte ist leer. Das war aber keine Absicht, das war aus Versehen meine Tochter und ich hoffe, ich habe noch ein Foto gemacht. Hier habt ihr 3 Gemüsesorten und zwar Süßkartoffel, Pastinake, rote Beete. Klingt wahrscheinlich nur die Süßkartoffel lecker, oder? Süßkartoffelpommes lecker. Also ihr habt hier wirklich einen richtig leckeren Mega-Snack. Alles ist hauchdünn geschnitten, knusprig und richtig perfekt gewürzt. Wenn ihr mich fragen würdet, willst du lieber so Balzen-Chips oder Lorenzen oder keine Ahnung, so die normalen Paprika-Chips oder möchtest du Gemüseschips, dann würde ich als Nicht-Diätmacher gerade, ich würde mich für die Gemüseschips entscheiden, weil die einfach lecker schmecken. Die schmecken so lecker, die müsst ihr echt mal probieren. Übrigens, meine Tochter ist süchtig danach. Die sagt immer so, bringst du mir die Gemüseschips mit? Dann sage ich immer nein, weil die kosten ganz schön viel Geld. Die kosten manchmal 3 €. Manchmal bekommt man sie auch für 1,80 oder so, aber Chips halt, ne? Chips. Da würde ich auch die von Penny essen, diese Paprika-Chips. Total lecker. Die einfachen, günstigen. Meine Güte, sind die lecker. Die habe ich neulich bei meiner Freundin bekommen. Sie sagt so, kennst du die normalen Penny-Chips mit Paprika? Ich so, nee. So, wir essen sonst auch immer nur so Balsen und so, ne? So die etwas teureren und günstige Chips, so snacken wir gar nicht so zusammen. Aber wir snacken halt beide total gerne. Und wenn wir uns treffen, dann snacken wir immer gerne, ne? Es geht ja über Stunden. Wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns über Stunden und dann snacken wir gerne. Ja, und diesmal kam sie dann um die Ecke. Wir machen das auch manchmal so, dass wir dann was mitbringen, was der andere noch nicht kennt. Und sie hat immer irgendwie so voll die besonderen Sachen. Und diesmal kam sie mit Penny-Chips an. Die günstigen. Ich denke so, okay, na, wenn sie das sagt, dann vertraue ich ihr ja mal.
das waren die leckersten Chips. Ich werde keine teuren mehr kaufen. Ich werde nur noch Penny-Chips kaufen, die günstigen. Penny kennt mich nicht, wollte ich nur vorsichtshalber sagen. Ach so, Rossmann DM kennt mich natürlich auch nicht. Ne? Das ist hier alles freiwillig. Also freiwillig ist ja sowieso immer alles, aber alles selber bezahlt und keiner kennt mich und so weiter. Wollte ich nur mal schnell sagen. Weil viele denken immer, YouTuber kriegen alles geschenkt. Nein, so ist es überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, YouTuber sind meistens arm, weil sie so viel für ihre Produkte ausgeben. Ja, also wie gesagt, die Gemüseschips. Dann habe ich was noch gar nicht aufgemacht, wird jetzt aber aufgemacht für euch, mit euch zusammen. Die habe ich schon ganz oft gekauft, die kenne ich schon. Das sind hier Knabbertiere mit Sesam. Ich bin, also mit mir habt ihr so eine Sesamtante. Ich werde immer, wenn ich die Wahl habe, mich für Sesam entscheiden. Ich würde kein Mohnbrötchen nehmen, sondern Sesambrötchen. Es gibt bei Lidl ab und zu mal so viereckigen Kuchen, so griechisch ist das, mit Sesam gemacht. Darf ich mir auch nicht kaufen. Das ist ekelhaft. Dann sitze ich damit in der Ecke auf dem Fußboden und knabber das weg. Ganz schlimm bei mir, Sesam. Ich zeige euch nachher auch noch mehr mit Sesam. Das ist so lecker. Ich liebe Sesamgeschmack. Ja, und hier, ich mache die mal auf. Ich glaube, dann seht ihr das auch schon. Auch wieder schön verpackt, ne, in dieser Alu-Verpackung. Dadurch ist es dann immer schön knusprig. Und so sieht das dann aus. Total lecker, ne? Ihr bekommt Pump bestimmt Hunger. Ich weiß, ihr habt bestimmt Hunger, fahren wir zu Osman und DM. Würde ich auch machen. Ich würde mir eine Liste alles so abfotografieren und dann würde ich erstmal shoppen gehen. Knabberkram. Guck mal, so sehen die aus. Echt süß. Wenn ich die jetzt einmal knuspere, na, habt ihr gehört, die sind so mittelknusprig, nicht ganz so doll, so ein bisschen. Also das habt ihr, ja, das ist so gegen den Hunger, ne? Das ist nicht so knusprig wie eine Salzstange, aber fast. Aber fast. Und die sind zurückhaltend im Geschmack. Die schmecken so ein bisschen laugenmäßig, also schon auch wie eine Salzstange, aber die schmecken eher so wie so ein getoastetes Toastbrot ohne Butter. Ja, also ist jetzt kein Lieblingssnack, aber ich kaufe sie immer wieder, weil ich sie einfach ein bisschen lecker finde. Also was heißt ein bisschen lecker? Ich finde die schon auch sehr lecker, aber es ist jetzt nicht so erste Wahl. Die sind nicht so lecker wie diese Gemüseschips oder so oder wie die anderen, die Schildkröten, die blauen. Ne? So, das ist sowas, was ich auch mal mitnehme, wenn ich jetzt nur zu DM gehe oder sage so, ach, nimm mal mit so für abends oder so, dann ist das auch okay. Aber es ist jetzt nicht so die Nummer eins, aber auch lecker. Auch lecker, aber wie gesagt, wie Toastbrot. Jetzt muss ich ja mal was aufmachen. So. Sucht. Sucht, Sucht, Sucht. Nicht testen, schmeckt zu lecker. Echt, schmeckt zu lecker. Das gleiche wie bei Rossmann. Hier Kichererbsenchips. Lecker. Echt lecker. Sehen genauso aus. Schmecken genauso. Einmal probiert, wollt ihr immer wieder haben. Ich hoffe, sie knuspern noch. Ja, knuspert noch, ne? Oh, ich weiß, ich bin gemein. Echt lecker, ne? Oh, die mag ich so gerne. Ich freue mich schon, wenn ich endlich dieses Video gemacht habe, dann kann ich das aufessen. Lecker, lecker, lecker. Ganz lecker. Wie Chips. Wie Chips, nur ein bisschen andere Konsistenz. Also so eine Mischung irgendwie, glaube ich, so zwischen Flips und Chips. Also stellt euch mal flache, knusprige Flips vor. Also so ungefähr. Geht das jetzt, was ich gerade beschrieben habe? Ich hoffe. Ja, salzig. Kein Paprika-Geschmack, sondern eher so wie salzige Chips-Flips. Ganz lecker. Müsst ihr mal, wenn ihr das nicht kennt, probiert das mal. Ich bin echt gespannt, ob ihr das mögt. Ich bin der Meinung, wenn ihr Chips und Flips mögt, dann müsstet ihr die eigentlich auch mögen. So, haben wir noch was Salziges? Nee, salzig ist jetzt, glaube ich, zu Ende. Jetzt habe ich noch was, was ich euch schon ganz oft gezeigt habe. Die müssten auch immer sein. Das ist wirklich so ein Snack, den habe ich öfter mal mitgenommen. Den habe ich auch den Kindern gerne mal mitgegeben. Honigreiswaffeln. Ich zeige sie euch heute mal, wie sie aussehen, falls ihr das nicht kennt. Gibt es in so einem Dreierpack, nur bei DM. So, dann reißt man das so auseinander. Und dann macht man das hier auf. Ist auch relativ günstig, finde ich. So,
Dann habt ihr hier 4 Stück drin. Und das ist jetzt halt eine Reiswaffel. Genau, wo ich die Quinoa-Ecken gezeigt habe, da kam ich nicht auf den Namen. Reiswaffeln. Es gibt ja auch Mais-Reiswaffeln, oder? Wie heißt die genau? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Also hier habt ihr halt diese Reiswaffel, die auch knusprig ist. Schön knusprig ist sogar. Und da habt ihr halt so einen leichten Honig drüber und das ist so lecker. Und das schmeckt dann halt so ein bisschen wie Popcorn, finde ich. Und deswegen kaufe ich das. Ich mag nicht so gerne Reiswaffeln. Ich kaufe die eher selten. Manchmal, wenn ich so ein bisschen auf meine Diät achten will, dann mit Schokolade. Lalala. Anstatt Schokolade dann halt diese Reiswaffeln mit Schokolade. Ohne was mag ich die gar nicht. Da würde ich mir dann irgendwie Butter drauf machen und eine Scheibe Käse. Also die sind echt sehr, sehr lecker. Die kann ich euch wärmstens weiterempfehlen, wenn ihr gerne Popcorn mögt. Ich finde, das geht so an die Popcorn-Richtung. So ein Popcorn-Ersatz. Hier habe ich noch so ein bisschen was nicht Süßes. Das sind Dinkelcracker. Auch natürlich mit Sesam. Ist ja klar. Ja, die sind auch witzig, die Dinger. Aber die schmecken jetzt, ja, geht so. Die schmecken... nee, alles klar. Ich wollte sie gerade mal rausholen. Also... die kaufe ich mir anstatt ein Brötchen. Die sind so mittel, also die sind halt wunderbar so zum Mitnehmen. Wenn man nicht weiß, ob man was zu essen braucht unterwegs, wenn ich zum Arzt gehe zum Beispiel und da 3 Stunden sitzen muss, kriege ich irgendwann Hunger, dann würde ich mir das hier mitnehmen, weil man das dann einfach mal schnell snacken kann. Das krümelt nicht, das ist nicht fettig, das ist nicht voller Schokolade oder so. Und es ist so mittelknusprig. Ach, mittelknusprig. Und ja, schmeckt so ein bisschen irgendwie nach gar nichts. Schmeckt auch wieder wie so ein trockenes, getoastetes Toastbrot mit ohne Butter. Geht so, aber ich finde, kann man mal machen. Kann man mal machen. Man könnte natürlich auch Butter drauf machen und irgendwie, was weiß ich, damit so eine Platte machen, wenn Besuch kommt. Aber für mich ist das einfach nur so ein Snack, den ich kaufe für unterwegs. Wenn die Kinder einen Ausflug machen oder so, man will mal was snacken im Theater, so lieber nicht. Ja, dann könnte man das gut mitnehmen. Jetzt wird's sehr lecker. Jetzt wird's sehr lecker. Krokantriegel. Lecker. Ich zeige euch das nochmal richtig, falls ihr das nachher mal kaufen möchtet. Ja, Krokantriegel. Verboten lecker. Man muss natürlich Sesam mögen. Wenn man Sesam gar nicht mag, dann ist das gar nichts für einen. Auch das hier ist ein Snack, den man wunderbar mitnehmen kann, wenn man mal Hunger hat. Und ich mache es mal auf. Lecker. Dann habt ihr hier so eine kleine Sesambrote. Und die nimmt man dann so auseinander. Es riecht total lecker. Und dann habt ihr hier praktisch so eine kleine Sesam-Vierecke oder Sesambrote, nenne ich das jetzt einfach mal. So viereckig, klebt ein bisschen. Ja, klebt ja ganz schön. Und wenn ihr das so mal aufmacht, Achtung, wahnsinnig knusprig. Total lecker, das ist das Schlimme. Es schmeckt ja nussig, weil Sesam hat ja immer so Nussgeschmack. Nuss mit Süß, also mit Honig. Honig sollte man vielleicht auch mögen und... bei mir richtig lecker. Also ich esse gerne so ein Paket hier auf. Zack, zack, weg. Kann man gut mitnehmen zum Arzt. Und ja, kann man mitnehmen, wenn man unterwegs ist, so Ausflug und man weiß nicht so genau. Ne? Kann man auch im Hotelzimmer in die Schublade packen, falls man Hunger hat und es gab nicht genug beim Buffet. Oder für die Reise, ne? Wenn ihr nachher mit einem Auto unterwegs seid oder so, finde ich auch genial. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei Wärme, aber eigentlich müsste da nichts passieren. Ist jedenfalls total lecker. Ja, dann habe ich noch 2 leckere Sachen. Hier, ganz schlimm. Oh, wenn das Video zu Ende ist, ich sag's euch. Ja, also ein Krokantriegel mit Cashew und ein Krokantriegel mit Erdnuss. Und ich kann mich immer nicht entscheiden. Also ich mag ein bisschen lieber den mit Erdnuss. Eigentlich liebe ich total Cashewkerne, aber ich finde den mit Erdnuss, der schmeckt irgendwie besser. Der schmeckt so ein bisschen wie dieser Tom-Riegel. Kennt ihr den? Tom, so Erdnuss mit Krokant. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Richtig lecker. Auch hier habt ihr so ein bisschen, na, also man braucht gute
gute Zähne, ist knusprig, muss man so richtig so, also das kostet Kraft, man muss gute Zähne haben, weil das ist ein stabiles Ding, ne? Und knusprig, lecker, total lecker. So, und der Erdnussriegel, der sieht genauso aus, nur mit Erdnüssen. Wenn ihr den seht, dann erinnert der total an diesen Tom-Riegel. Das habt ihr jetzt nochmal mit Erdnüssen, total lecker. Möchte ich sofort reinbeißen. Ah, lasst mich mal kurz alleine. Lecker. Ja, das sind so, ah, das ist so mein Favorite, ne? Mein liebster Snack. Dann habe ich mal was probiert. Auch total lecker. Da sieht man schon, wie das aussieht. Das ist ein Mandel, also eine Mandel-Honigschnitte. Das ist für mich aber einfach Marzipan. Das besteht wohl irgendwie überwiegend oder fast nur aus Mandeln. Hier steht draus 41% Mandeln, 30% Honig und Rohrzucker und ein bisschen Mehl. Auf die Kalorien guckt ihr lieber nicht. Einen so einen Riegel habe ich mal verputzt. Danach war ich richtig satt. Ich dachte, ich habe Mittag gegessen. Macht also auch satt und hat auch schöne Kalorien. Aber das ist ja heute egal. Guck mal, so ist das aufgeteilt. Man kann sich den also auch während der Autofahrt oder Zugfahrt, Busfahrt, Autofahrt, egal, Flugzeug, könnt ihr das so schön in die Hand nehmen, weil da wohl so Esspapier drumherum ist und dann könnt ihr das so. Und das ist nicht knusprig, sondern das ist jetzt ganz weich. Guck mal, das kann man sogar biegen. Ich holte das gerade mal so in der Mitte durch. Geht gar nicht, das biegt mit. Und genau, so kann ich euch das zeigen. So sieht es aus. Und das schmeckt wie Marzipan. Lecker. Dann habe ich hier noch zum Schluss, fast zum Schluss, eine Mangoschnitte. Auch die ist total lecker. Kriege ich jetzt gar nicht auf. Erstmal zeige ich sie euch. So sieht die aus. So, hier habt ihr, meine Töchter helfen mir nachher beim Aufessen. Und mein Mann bestimmt auch. Ja, guck mal hier, habt ihr eine Mangoschnitte. Die könnt ihr hier in der Mitte so ein bisschen trennen. Dann kann man die auch besser essen. Und ja, so sieht das dann aus. Also normalerweise sieht es so aus, aber man kann es halt dann so ganz gut von innen sehen. Und hier habt ihr Cashewkerne mit drin und Datteln. Und das finde ich interessant, weil so schmeckt das nämlich auch. Es ist eine... Ich halte das mal so rein und lese das vor. Es ist eine Biofruchtschnitte mit Mango und Datteln und Cashewkern. Der überwiegende Geschmack ist wirklich Mango und Cashewkerne sind auch dazwischen. Das gibt dann so ein bisschen so, dass man so ein bisschen Bissfestigkeit hat, so ein bisschen Crunch, würde ich jetzt nicht sagen. Die Cashewkerne sind jetzt nicht so knusprig, die sind eher so, na, weich auch nicht, aber so mittelweich, hart, aber total lecker. Und Datteln auch. Also das müsst ihr natürlich mögen, wenn ihr den Snack kauft. Sonst ist das schlecht. Und ganz zum Schluss ein alter Kollege. Lange nicht mehr gekauft. Total lecker. Ist mit einer meiner Lieblingsriegel. Ich habe mal alle durchprobiert. Also fast alle, nicht alle. Es kommen ja immer neue. Das schafft man ja gar nicht. Aber so, ich habe mich immer, ich bin ja mehr so Nusstyp, so Schokolade und so weiter. Und da habe ich mal einen probiert. Oder... Da habe ich mehrere probiert und die fand ich alle nicht lecker. Und dann habe ich den irgendwie mal mitgenommen, weil ich neugierig war. Und da war der leckerste, der mit Strawberry und Cranberry. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich bin kein fruchtiger Mensch eigentlich. Aber das hier war am leckersten. Ich mache das mal auf. Das andere hat alles so künstlich, so nach... Möchte gern Schokoladensnack geschmeckt. Und der hier war richtig, richtig lecker. Der war so ausgewogen vom Geschmack her. Oh, das riecht schon so lecker. Oh, das riecht so lecker nach Früchten, nach Beeren. Oh, der hat ein Aroma. Also ich möchte am liebsten sofort reinbeißen. So lecker ist es, wie Fruchtsaft. Hier habt ihr, der ist nicht knusprig, ne? Der hat halt, der ist halt so ein bisschen stabiler. Und so ein bisschen wehrsam, also ihr seht schon, das zieht sich so ein bisschen durch den Honig. Hier habt ihr aber so Haferflocken dazwischen und Beeren und so ein bisschen Crunch, also so crispy Reis noch dazwischen, also total lecker. Und dieser Geschmack mit Cranberry, der ist am leckersten. Ich habe die auch mit, Moment, ich habe die auch mit Schokolade und so probiert, mit Nüssen.
Nee, der mit Cranberry ist am leckersten. Was ich vergessen habe, euch zu sagen, diese Brezeln mit Schokolade sind Na gut, mega ich mache lecker. Schluss. Ich wünsche euch Die jetzt einen sind guten Appetit knusprig und die oder viel Schokolade Spaß beim schmeckt richtig Einkaufen. lecker. Vollmilchschokolade. Tut mir leid, Und auch die aber es Brezel ist mit total lecker. Sesam, Dinkelbrezeln Ich gibt es bin bei richtig Rossmann und gespannt bei und das DM. würde mir so Und eine nehme ich Freude eigentlich machen, immer wenn mit. ihr Habe ich jetzt das mit leider mir nicht so ein mehr bisschen vorrätig teilt, wenn gehabt. ihr jetzt Das war losfahrt ein und ihr Versehen, das kauft habe euch ich was vergessen. davon Aber und die ihr muss ich euch auch bestätigt, dass es weiterempfehlen. euch Sind schmeckt, auch mit was ich einer euch für meiner Tipps gegeben habe, wichtigsten so irgendwie so ein Lieblingssnacks. Also Kantriegel bis oder so, dann. mir würde das Tschüss. sehr viel Freude bereiten. Weil wisst ihr, wenn man sowas zurückbekommt, das ist einfach total schön. Da würde ich mich sehr freuen. Also, jetzt mache ich Schluss. Danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund und ärgert euch nicht über die doofen Menschen. Und wenn ihr möchtet, fühlt euch bei mir ganz lieb gedrückt von mir. Von mir. Zu viel Quatsch jetzt. Fühlt euch von mir ganz, ganz lieb gedrückt. Tschüss.